So there we were beneath the burning sky, both had a reason to live, but so much more to die. Hey Freunde, was geht ab und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir heute mal gedacht, wir fangen das Video mal ein bisschen anders an. Also ich bin noch daheim, will dann auch noch ein paar Sachen am Motorrad unten machen, dann nehme ich euch mit. Also ich will noch einen Durchhang einstellen, weil wir heute Hartboden fahren. Möchte noch ein bisschen die Kettenspannung machen und ja, habe mir gedacht, heute mal ein bisschen anders. Normalerweise bin ich ja direkt auf der Strecke und ja, habe noch nicht gefrühstückt. Das heißt, es gibt noch was. Hab mir auch schon was gemacht. Ja, Pizza von Clara gestern. Leider nein. Das werde ich mir jetzt reinhauen und dann gehen wir runter ans Motorrad. Viel Spaß mit dem Video heute. Wow! Also wir haben nämlich einen Anhänger, den bekomme ich immer von meinem Bruder, also auch nochmal hier, Dankeschön Robin. Sonntag geht es auf jeden Fall wieder in die Waschanlage, dass es für den Kunden wieder in Ordnung aussieht. Und wir haben neue Stiefel. Heute geht es eh in schwarzer Kombo raus, dann habe ich mir gedacht, ja, irgendwann müssen die mal eingefahren werden, weil die habe ich schon seit da, wo es Black Friday Angebote gibt. Und ja, wir müssen ein bisschen das umräumen, Motorrad dann auch in den Anhänger rein. Aber wie gesagt, erstmal noch ein bisschen was fertig machen. Eigentlich müssten wir auch noch mal eine Runde damit fahren. Das ist Claras Motorrad, das haben wir für Clara gekauft. Die steigt quasi jetzt auch so ein bisschen mit ins Motolife ein. Aus meiner Perspektive, die ist ja die ganze Zeit sowieso schon dabei. Ist jetzt auch schon einmal gefahren. Ich weiß nicht ganz genau, ob ich vielleicht mehr damit fahren werde als Clara, aber ja, mal schauen. Die wird auf jeden Fall noch Dekor bekommen, da gibt es ja auch Dekor für. Meine wird auch irgendwann jetzt bald Dekor bekommen. Ja, also so eine ganz, ganz kleine Runde machen wir, okay? So, aber nur ganz klein, ich darf nicht zu viel trödeln. Ich muss noch ein bisschen fertig werden heute hier. On top of the morning, on top of the wave, on top of the team, on top of the days. Gut, also Durchgang habe ich jetzt eingestellt. Bin jetzt bei Hartboden jetzt erstmal auf 35 statisch gegangen. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, das mache ich nämlich jetzt. Wirklich, wenn ihr auf einer Strecke wart, habt ein bisschen was am Fahrwerk verstellt und fühlt euch dann am Ende des Tages einfach gut darauf. Für die Strecke könnt ihr euch das ja auch aufschreiben, wie ihr das Fahrwerk verstellt habt. Das heißt, ich gehe jetzt hier ran, zähle meine Klicks bis Anschlag, also ich drehe sie rechts rum rein, das kann natürlich jeder machen, wie er möchte. Ich drehe sie nach rechts rum rein, zähle die Klicks und dann schreibe ich mir das auf. Und jetzt heute für Hartboden fange ich dann ungefähr erstmal neutral an. Ich bin jetzt nicht das Fahrwerksgenie, also auf keinen Fall. Ich versuche aber mich da ein bisschen reinzufuchsen, weil, ja, keine Ahnung, ich habe ein X-Egg Pro heißt das und das kostet auch ein bisschen Geld. Von daher wäre es natürlich auch toll, wenn es dann dementsprechend behandelt wird und auch funktioniert. Ne? Was geht? Kann ich mit dir trainieren kommen? Ja, Starthilfe machen wir jetzt noch gleich rein. Und dann müssen wir aber auch schon echt los, weil wir haben 11.23 Uhr. AC, sag tschüss. Tschüss. Garage ist leer. Pitbike hat jetzt den Main Platz bekommen. Und das heißt, ich habe alles eingeladen.
Ja, machen wir uns auf den Weg, hä? Auf der Fahrt dahin auf jeden Fall jetzt nochmal schön ein bisschen Podcast hören. Heute mal mit Luca Klaassen, also LC171 ist das. Hat auch einen YouTube-Channel, macht mehr Videos wie ich, macht bessere Videos wie ich. Also da könnt ihr auf jeden Fall auch mal reinschauen. Ist ein cooler Typ. Also haben nur einmal in Supercross Dortmund gesehen, hab noch nie mit ihm gesprochen. Aber ja, mir gefallen die Videos, also zieht sie euch auch rein. The voices keep drowning me out. Das ist halt sauhart. Also selbst diese kleinen Kanten merkst du ja, die halten sich irgendwo dann weg. Also Strecke ist sauschwer, finde ich heute. Ich war gestern schon mal hier, weil ich einfach mal gucken wollte, weil ich auch letztes Jahr das letzte Mal da war. Wollte mal nach einem Streckenzustand gucken. Ich hätte es mir eigentlich schlimmer vorgestellt, was diese Wasserrillen und sowas angeht, weil da die Strecke viel am Berg ist. Das geht, würde ich sagen, aber. Allerdings ist heute auch nochmal, glaube ich, ein bisschen kälter. Ich weiß nicht, ob es heute Nacht kälter war wie gestern. Aber es ist halt sauhart. Also jede Rille, die schon mal reingefahren wurde letztes Jahr, wo jetzt noch so ein bisschen da ist, ist halt sauhart und hält dich immer in der Richtung, wo die ist. Auch wenn du nicht in die Richtung fährst. Wir müssen auf jeden Fall darauf achten, dass wir heute Gabel und sowas immer sauber machen, weil wir sonst kaputt machen werden. Ja, aber... Ich würde sagen, ich zeige euch die Strecke einfach mal aus einem anderen Blickwinkel, nämlich aus meinem. Ich nehme euch einfach für eine Runde mit. Also, let's go. Ihr habt jetzt auf jeden Fall mal einen Einblick auf die Strecke bekommen.
es ist echt, also heute Morgen, wo wir angefangen haben, da war es besser wie jetzt. Jetzt vor allem auch hier vor dem Step-Up und so. Es sind alles nur so kleine Rillen drin, ja, wo man eigentlich erst sieht oder wo ich erst sehe, wenn ich wirklich schon drinne bin. Deswegen, ich bin gerade sau oft quer gekommen auf dem Absprung. Hab's jetzt zum Ende auch gelassen, weil ich mich einfach dann sicherer gefühlt habe. Und muss heute auch echt aufpassen, weil die Temperaturen sind kalt, der Boden ist hart. Ja, wir wollen uns ja auch nicht verletzen, jetzt vor der Saison schon. Was jetzt noch ein bisschen komisch ist, mir ist gerade während dem Turn aufgefallen, meine Hinterradbremse ist auf einmal ganz unten und hat nicht mehr richtig funktioniert. Ja, heute ist nicht der schönste Tag auf der Strecke, aber ja, wir müssen halt einfach die Zeit auf dem Bike reinbekommen, dass wir uns gut fühlen und ja, im Endeffekt dann noch zu den Sprints irgendwann gehen können. Bin zweimal hingefallen eben, war auch nicht so geil, hab mir aber zum Glück nicht wehgetan, war nur in der langsamen Kurve. Ja, wie gesagt, ist nicht der geilste Tag heute, aber ja, Modus und nochmal Modus. Was willst du hören? Wie war die Strecke jetzt zum Schluss? Es hat, glaube ich, wieder angezogen. Fängt an zu frieren. Schwierig. Aufpassen, nicht verletzen. Erste Mal fahren seit Oktober, glaube ich. Ja. Nächste Woche nach Italien und dann aufbauen. Hallo. Fahrpraxis. So, Leute. Bude ist wieder eingeladen im Anhänger. Jetzt geht's ab nach Hause, waschen, mal nach der Bremse schauen, was da los war. Und ja, ich würde sagen, morgen fahren wir dann auf eine neue Strecke. Da sehen wir uns dann im nächsten Video. Bis dann. Peace.